Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen weiter mit unserer Serie GoodLock 2021. Wir springen sofort in die App und gucken uns an, mit welchem Modul es weitergeht. Im letzten Video hatten wir behandelt NotiStar im Bereich Unit. Weiter geht es nicht. Das bedeutet also, dass wir den Bereich Unit abgeschlossen haben und wir kommen zum Bereich Family. Und hier macht den Anfang das Modul Kiescafé. Ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Modul. Wir klicken drauf. Kiescafé, my only one keyboard in the world. Okay. Also, wir kriegen folgendes Bild. Wir haben hier drei Zeilen. In der ersten Zeile steht Make your own keyboard, customize the key locations and function keys. Okay. Das heißt, da können wir was anpassen. Beziehungsweise unsere eigene Tastatur erstellen. In der zweiten Zeile können wir dieses Keyboard bzw. diese Tastatur stylen. Try out with various colors and effects. Das heißt, Farben reinsetzen und auch Effekte. Und die dritte Zeile, das sind zwei Spiele. Ich würde sagen, wir fangen damit mal an. Das erste Spiel ist hier Sentence Practice. Type fast to become the best typist. Okay, können wir uns ja mal anschauen. League of Keys, Namen reinsetzen. Wir können nur zwischen der Sprache Koreanisch und Englisch wählen. Starten das Ganze mal. Gut, jetzt müsste ich das hier einfach nur abtippen. Das wird sehr schwer hinter der Kamera. Und ich hoffe, ich treffe jetzt auch. Wenn nicht, kriege ich eine Vibration. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Das ist das erste Spiel. Und das zweite Spiel ist Word Rain. Das heißt, da werden jetzt dasselbe Spiel, einmal Name, Koreanisch oder Englisch. Wir starten, da werden jetzt Wörter vom Himmel fallen und ich müsste sie jetzt schnell abtippen. Das war knapp. Genau, ihr habt es verstanden. So viel zu den beiden Spielen und der letzten Zeile. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen. Make your own keyboard. Wir aktivieren das Ganze, klicken auf die Zeile und kriegen folgendes Bild. Wir haben hier einmal ein Simple Keyboard, also eine Standardtastatur für die deutsche Sprache, dann für die türkische Sprache. Dann haben wir hier Symbole. Das können wir uns mal anschauen. So würde das Fenster aussehen. Simple Keyboard. Jetzt können wir das entweder einstellen, aktivieren oder bearbeiten. Selbe Spiel auch mit der Mathe-Tastatur, mit den ganzen Operationszeichen und in der Punktion. Und so sieht das deutsche Simple Keyboard aus. Das ist eine Querztastatur, ne, mit TZ. Und das werden wir jetzt bearbeiten. Dafür klicken wir auf Edit und kriegen dieses Fenster zu sehen. Nicht erschrecken, es wirkt erstmal überladen und man weiß nicht, was man jetzt eigentlich zu tun hat, weil es gibt leider kein Tutorial, das einem das jetzt zeigt. Allerdings, hier unten, das ist jetzt unsere Tastatur, so wie sie momentan aussieht. Ne, eine Querztastatur mit belegten, mit zusätzlichen Funktionen. Jetzt hier mit dem Operator Plus, mal geteilt, Gleichheitszeichen, ne, wenn man länger gedrückt hält. Das wird jetzt hier nicht auftauchen. Und hier oben haben wir jetzt verschiedene Tasten, die wir hier runterziehen können. Das ist das ganze Spiel. Unsere Tastatur, Symbole, die wir in diese Tastatur legen können. Da haben wir wirklich jede Menge. Hier sind die Buchstaben vertreten. Hier haben wir Symbole. Wirklich eine Riesenauswahl. Ne? Emojis. Also wirklich das sehr, sehr viel vorhanden. Shortcuts oder auch
paar Funktionen hier. Genau, so, wir gehen mal zurück zu den Zahlen. Okay, was kann man noch machen? Wir können jetzt hingehen und die Größe einzelner Tasten ändern. Beispielsweise das G. Hier für die Weite und für die Höhe. Ja, wenn ich jetzt auf das Pluszeichen hier klicke, dann werdet ihr sehen, dass die Taste immer weiter wird. Sie geht auf. Und jetzt kann ich auch die Höhe bestimmen. Ich kann das einfach mal groß machen. Warum auch immer. Aber es ist möglich. So, und jetzt haben wir auch hier die Möglichkeit, das alles rückgängig zu machen. Wir klicken auf den Pfeil. Genau. Und jetzt haben wir quasi nie irgendwas gemacht, als hätten wir nie was gemacht. So, wir können aber auch noch weitergehen. Ihr seht es bereits, bei der Taste G ist oben rechts ein Symbol für fürs Prozentzeichen. Wenn einem das nicht gefällt, kann er das entweder löschen, indem er auf den Papierkorb geht und auch trifft. Na? Das ist immer so schwer. So, genau, jetzt ist es weg. Ihr seht es. Oben rechts bei der G-Taste ist nichts mehr. Und da könnte man beispielsweise was anderes reinpacken. Nehmen wir mal ein Emoji. Also, wenn wir da jetzt draufklicken und wir gehen mal zu den Emojis. Ja, sagen wir mal hier das Verliebte. Und jetzt ist es da. Bei der G-Taste verpackt. Da finden wir es jetzt wieder. Wie gesagt, könnten wir jetzt auch, nehmen wir an, man arbeitet viel mit Summenzeichen. Wo ist das denn? Gucken wir mal, ob wir das jetzt auf Anhieb finden. Ja, hier, da, das Summenzeichen. Warum auch immer, man arbeitet viel damit, jetzt könnte man die Taste hier reinlegen. Dafür hält man die einfach umgedrückt. Und ihr seht es, ich könnte sie jetzt überall ablegen, wo auch immer ich will. Sagen wir mal jetzt dazwischen. Jetzt ist sie da. Das heißt, wir können diese Tastatur wirklich nach Belieben anpassen und es dauert schon eine Weile, bis man, ja, ich sag mal, die perfekte Tastatur für sich erstellt hat. Was ist noch alles möglich? Ihr kennt alle die Funktion, wenn man jetzt auf eine Taste länger gedrückt hält. Ah, bei dem nicht. Auch nicht. Genau, das aufploppende Fenster hier. Auch das kann man jetzt anpassen und sagen, okay, ich möchte beispielsweise ein Emoji reinpacken. Das ist auch möglich. Das macht nämlich dieser Operator hier, diese Funktion. Jetzt bei der Taste F, wenn wir auf Pluszeichen klicken und wir gehen mal zu den Emojis wieder und setzen dieses hier rein. Seht ihr? Es ist drin. Ich könnte es jetzt löschen, indem ich auf den Papierkorb klicke. Oder aber ich kann noch weitere reinpacken. So, bei der Taste F. Nehmen wir an, wir sind zufrieden mit der Tastatur. Wir können sie ja jetzt hier abspeichern. Enter Name. Gut. Schreiben wir mal rein EOZM. Klicken auf Speichern. Und jetzt haben wir unsere erste eigene Tastatur, die wir angepasst haben. Nach unseren Wünschen. So, und jetzt gucken wir mal. Tatsächlich, das Summenzeichen ist da drinnen. Und unter der Taste F, wenn wir jetzt länger gedrückt halten, zack, tauchen die Emojis auf. So kann man es anpassen. Und eine Sache habe ich jetzt vergessen, fällt mir gerade auf. Denn wir könnten nämlich noch ein oder zwei Reihen dazu packen. Beispielsweise die Zahlenreihe. Das ist auch möglich. Dazu gehen wir nochmal rein. Wir klicken auf unsere Tastatur. Ihr seht es. Diesmal haben wir die Option hier Reset. Wir könnten alles zurücksetzen. Wollen wir aber nicht. Wir könnten sie sogar teilen, unsere Tastatur mit Freunden, wenn sie gefallen sollte. Wir gehen nochmal in den Bearbeitungsmodus. Und diese Taste hier ist es. Ihr seht es. Man sieht einzelne Tasten. Und mit einem Pfeil, der nach oben gerichtet ist. Wenn ich da jetzt draufklicke, ist hier eine Reihe dazugekommen. Ich mache es nochmal rückgängig. Die Zahlenreihe ist verschwunden. Ich klicke nochmal drauf. Zahlenreihe. Ich klicke nochmal drauf. Eine Emoji-Reihe. Aber ihr seht bereits, dass die Tasten ziemlich, ja, klein werden.
Noch ein Klick drauf bringt mir hier Pfeiltasten. Und mehr geht da nicht. Ihr seht die Meldung. Can't add any more new rows. Ja, ist wirklich gewöhnungsbedürftig und man muss wirklich filigrane Finger haben, um dann die kleinen Tasten alle zu treffen. Genau, das war's eigentlich zur ersten Zeile. Mehr ist da wirklich nicht. Ich habe euch jetzt alles gezeigt, was alles machbar ist. Deswegen gehen wir jetzt hier aus der Funktion raus und kommen zur zweiten Zeile. Style your own keyboard. Ja, wir können es erstmal aktivieren. Style your own keyboard. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier oben eine Vorschau für die aktuelle Tastatur. So seht's. Weiter unten haben wir einige Themes, also einige Themen. Hier unten haben wir Empfehlungen. Das sind jetzt Vorschläge, die uns das System macht. Beispielsweise könnten wir uns jetzt entscheiden für, ja, nehmen wir doch mal das hier. Wir klicken es an und haben die Möglichkeit jetzt auf Apply zu klicken oder das Ganze rückgängig zu machen. Wir sagen Apply. Ihr seht es, Preparing Data von Theme Park. Da wird das jetzt runtergeladen. Und da ist es jetzt bei My Themes. Und jetzt können wir auf die Vorschau klicken. So würde unsere Tastatur aussehen. Ganz ehrlich, finde ich wirklich nicht schlecht. Gefällt mir irgendwie. Aber damit noch nicht genug. Nehmen wir an, wir haben jetzt unser Theme hier, unser Thema eingestellt bzw. ausgewählt. Ne? Die gibt es. Wie gesagt, wir haben jetzt unsere Tastatur und sind im Punkt Colors. Jetzt können wir aber auch Effekte reinlegen. Deswegen klicken wir jetzt auf Effects. Und so sehen die Effekte aus. Auch hier haben wir jederzeit die Möglichkeit, unsere Tastatur ansehen zu lassen. Und jetzt passt mal auf. Ihr seht da jetzt Farben drinnen und Effekte. Diese Effekte können wir hier einstellen. Hier steht jetzt Keyboard Color Effekt. Wir haben auch hier eine Vorschau, wie das aussieht, wenn wir auf eine Taste klicken. Das ist gerade voreingestellt. Da ist quasi wie so ein Rahmen drumherum. Das geht auch in dieselbe Richtung. Hier haben wir ja Rauten oder Vierecke, die dann aufploppen. Und hier, das ist, hier sieht man es wirklich am besten, da weitet sich alles aus. So wird es aussehen. Klicken wir mal drauf. Jetzt passt auf. Na, ihr habt es gesehen. Pulsierend weitet es sich aus. So, wir können jetzt hier aber auch die Farben bestimmen. Wir haben auch hier wieder einige Farben vorgegeben. Beispielsweise nehmen wir jetzt das hier. Klicken auf die Vorschau. Und ihr seht es. Ziemlich kräftig. Und der Ton, den ihr hört, das kann man hier einstellen. Hier können wir den Systemton verwenden, ein Retro. Ruhig, also kaum, Fun, Pink und Space ist gerade eingestellt. Dann nehmen wir mal den Systemton wieder. Gehen zurück zu den Effekten. Also, Keyboard Color Effekt, das haben wir jetzt. Dann können wir noch separat den Key Color Effekt, also die Tastenfarbe, anschauen oder einstellen. So ist es aktuell mit so kleinen, ja, Vierecken drin. Hier ja, Kreise oder Blasen. Noch mal drauf. Jetzt würde das Ganze so aussehen. Ja, das ist jetzt nicht so ideal mit den dunklen Tasten. Deswegen ändern wir das mal schnell. Wir nehmen mal die helle Tastatur hier. Genau. Auf Effects. Auf Vorschau. So. Und jetzt seht ihr auch die Tastenfarbe. Ne? Blau. Grün. Ja, so ein Gelb, Pink. Ihr habt das verstanden und man kann aber auch sein eigenes
Farbenset hier reinlegen. Ich könnte jetzt hier reingehen und ja, ganz starkes Pink oder was auch immer das ist, Lila reinlegen. Und so würde die Tastatur dann aussehen. Boah, ja, ganz starke Farben. Genau. Und dann zu guter Letzt haben wir noch die Möglichkeit Key Motion Effekt, also was mit der Taste passiert, sobald ich sie berühre. Zurzeit ist eingestellt, dass sie so ein bisschen hoch, ja, hoch wippt. Ich kann aber auch nach vorne pulsieren, also raus quasi oder auch rein. Nehmen wir mal das. Na, ihr seht es, ich drücke sie jetzt quasi rein, einmal so in den Display oder ins Display rein. Das ist der Effekt. Das Ganze geht wirklich nur beim Tippen. Bei einem Wischen klappt es nicht mehr. Also beim Wischen, da geht es nicht. Ihr habt verstanden, worum es im Großen und Ganzen geht. Das waren jetzt hier zwei vorgeschlagene Tastaturen. Wir können jetzt aber auch hingehen und wirklich von Null an beginnen, indem wir auf das Pluszeichen hier gehen. Wir haben hier Kreise dargestellt, die für die einzelnen Farben stehen. Dafür muss man die Kreise antippen, kann dann hier die Sättigung auswählen und ja, kriegt dann hier Farben. Im Gegensatz zu Schwarz-Weiß kann man jetzt hingehen und sagen, ja, ich will da jetzt ein Grün haben. Und dann seht ihr schon, was sich ändert. Dieser Kreis hier ist zuständig für diese Tasten. Die werden jetzt grün dargestellt. Dieser Kreis dürfte für alle Buchstaben stehen. Gehen wir mal da drauf. Wir wollen eine Farbe reinlegen. Wieder die Saturation, also die Sättigung hoch, Saturation. Und die Transparenz quasi auch voll aufdrehen. Sagen wir mal, ja, ein starkes, kräftiges Blau. Oh, gut, habe ich mich auch vertan. Das Blau ist jetzt für die Hintergrundfarbe dieser Tasten zuständig. Na, ihr versteht es. Nehmen wir mal an, wir klicken das hier an. Vielleicht ist das für die Leertaste. Hoffentlich stimmt es diesmal. Rot. Nein, das ist die Farbe für die ganzen Buchstaben. Die Farbe will ich mal abändern. Ein kräftigeres Rot. So. Ja, tatsächlich, ihr seht's. Ja, und so kann man sich hier Kreis für Kreis lang arbeiten. Und wenn einem dann die Tastatur gefällt, speichert man das Ganze ab. Enter Name. Nehmen wir das Ganze mal Test. Genau. Und hier ist unsere Testtastatur. So, jetzt haben wir das Ganze angeklickt und könnten dasselbe wieder für diese Tastatur machen, indem wir hier Keyboard Color Effects reinlegen. Nehmen wir mal an, wir nehmen das hier. Key Color Effekt nehmen wir. Ja, kommt das Aufleuchten wirklich nur so am Rand. Und diesmal drücken wir es nicht rein, sondern soll quasi aus dem Display heraus springen. Gucken wir uns das Ganze an. So würde unsere Tastatur aussehen. Na, ihr seht, die Taste, wenn ich sie anklicke, wird sie größer. Also sie kommt hervor quasi. Ne? Ihr seht, das sind jetzt Vierecke, die so um die eigene Achse sich drehen. Also, ja, sieht nicht schlecht aus. Genau, das war's zu diesem Video. Ist jetzt ein längeres Video geworden, aber das System geschuldet, dass halt wirklich sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Das nächste Modul, das wir bearbeiten werden, ist Pentastic. Und das ist eigentlich ein Modul speziell für für Notgeräte. Da geht es nämlich um den S-Pen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.